Schönen guten Morgen vom Heiderbär Campingplatz südlich von Húsavík. Heute mal ein sonniges Erwachen. Das ist echt cool. Und die Sonne, die wir haben, doch ganz gut. Es ist wenig Wind und somit angenehme Temperaturen. Jawohl. Wir werden jetzt dann mal aufbrechen Richtung Húsavík und uns das Örtchen anschauen. Und vor Ort schauen wir dann vielleicht nochmal nach einer Whale-Watching-Tour, vielleicht auch nicht, müssen wir mal entscheiden nachher. Und der weitere Tag ist jetzt mal noch ein bisschen offen. Ich denke, das Wahrzeichen von Húsavík ist wahrscheinlich diese Kirche. Die sieht wirklich gut aus und ist natürlich mit einem tollen Hintergrund von hier aus. Schauen wir mal rein, vielleicht darf man ja. Geschlossen. Also, jetzt ist es soweit. Die Tour ist gebucht bei Norsk Sail. Und die geht ca. einer Stunde, na etwas über eine Stunde, müssen wir hier in diesen braunen Gebäuden sein und uns umziehen. Da kriegen wir da so eine Überlebensausrüstung. Und dann geht das los auf Walsafari mit einem Kutter. Ja, sie sind übrigens gut gebucht. Also wir wollten eigentlich zuerst auf die Segelschifftour und die ist schon ausgebucht. Also der Tourismus hat dann doch etwas angezogen hier und wie das hier laufen würde, wenn dann richtig Tourismus wäre in normalen Jahren, das wollen wir uns lieber gar nicht ausmalen. Wir laufen wieder in Húsavík ein. Wie ihr gesehen habt, das Whale Watching war von Erfolg gekrönt heute. Die Wale haben sich gezeigt und hat ein paar schöne Aufnahmen gegeben. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude dran. Und jetzt gibt es noch mehr Wasser. Godafoss ist angesagt. Der Wasserfall des Gottes.
da wo wir heute ja noch gar kein Wasser gesehen haben, gucken wir uns jetzt mal welches an. Und zwar Fallendes. Oderfoss, ein schöner Wasserfall in Hufeisenform. Und der ist, glaube ich, ziemlich breit, aber nicht allzu hoch. Wasserfall, gell? Der Godafoss, ja, ist jetzt nicht ganz so riesig wie der Dettifoss, aber doch auch sehr sehenswert, wie ich finde. Und hier soll es irgendwie einen Campingplatz geben. Wir sind auch schon dran vorbei, haben aber keine Hinweise gefunden. Somit gehe ich davon aus, dass der Campingplatz hier in der Nähe vom Parkplatz geschlossen ist. Macht aber nichts, wir haben noch einen weiteren zur Auswahl heute. Waglas Koga heißt der und ist 22,4 Kilometer weg von hier und soll im Wald sein. Das ist ja für Island auch was Besonderes. Und den steuern wir jetzt an und dann ist mal Abendessen angesagt. Ja, rein theoretisch wäre hier rechts dieser Campingplatz, aber der ist, so wie es aussieht, geschlossen. Standplatz haben wir jetzt mal gefunden, würde ich sagen. Sozusagen direkt am Fluss. Und jetzt müssen wir mal das Hauptgebäude suchen, wo wir uns hier anmelden können. Falls es sowas gibt. Jetzt sind wir hier mal an so einem kleinen Servicegebäude. Da stehen ziemlich viele Informationen angeschrieben. Wo die Duschen sind, wissen wir jetzt zwar nicht, aber wir laufen jetzt mal noch ein bisschen über den Platz. Also landschaftlich wohl kaum zu übertreffen, würde ich sagen. Ja, ist echt cool. Es hat allerdings auch ein paar Mücken, sind aber, glaube ich, keine Stechmücken.